Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Game Circus. Erstmal willkommen zurück zu Game Circus. Wir werden sehen, ob der Schwarze Ritter, a.k.a. Rico das Schwein, die Mission meistern kann. Leer gefegt. Oh. Die Hälfte der Leute, die hier klar. sind, versteckt sich vor Espinosa und seiner schwarzen Hand. Ah ja, ich wenn ein Helikopter kommen würde, würde ich mich auch verstecken. Ja, wir haben jetzt ziemlich abgelästert eben auch über die Xbox, aber man muss sagen, für das, dass er so ein krasses Spiel gerade läuft, man hört sie überhaupt nicht. Die läuft echt sehr leise. Nur wenn ich direkt davor sitze, am Laptop und die Dateien abspeichere, hört man es ganz bisschen. Aber wirklich, das muss man sagen, sehr, sehr leise. Also es gibt nicht nur negative Punkte. Nein, die Xbox One X ist super, aber es ist halt... Ja, Grafik ist auch sehr schön und sehr gute, also ja, läuft sehr flüssig. Was ich an der Xbox halt zum Beispiel viel mehr mag als an der PlayStation, ist einfach der Controller. Der liegt so unfassbar geil in der Hand. Da können jetzt alle haten und sagen, nein, PlayStation is the only one, it's the only one for me. Und ihr habt recht, ich habe auch jahrelang nur PlayStation geliebt und gezockt. Aber ich muss doch sagen, wenn ich so ganz objektiv beurteilen würde, der hat ein besseres Handgefühl. Es kommt einfach auch darauf an, was jemandem liegt, aber wenn du das sagst, ist das berechtigt. Ja, ist halt nicht, das ist. Also ich, wir hatten es gerade noch davon, dass eben die Grafiker so cool sind, dass die Spiele immer immersiver werden. Aber meiner Meinung nach sind es auch keine 60 Frames und das ist halt das, was beim Gaming immer mehr kommt. Man sagt, lieber HD anstatt 4K, aber halt über 120 Frames pro Sekunde, dann kommt es so viel flüssiger rüber. Mhm. Also das. Dann, ich finde jetzt. Dann kann man eher. Auch wenn es jetzt 40 4K Frames sind oder so. Oder 50. Ja. Ich finde es gut. Also mich, ja. Und wenn du halt. Echtes 4K hast mal in der nächsten Generation mit 60 Frames, dann wirkt das halt ultra krass und das an der Konsole. An einem Fernseher ist halt mega gut dann. Ja. Oder halt dann bei HD noch viel mehr Frames sogar. Oder und deshalb beim PC ist es halt so, da gibt es schon echt gute Gaming-PCs, die haben zwar nur einen HD-Screen, aber hast halt. Hast du gewusst, dass UHD unfassbar HD heißt? Ja. Genau. Und da ist aber so, dass diese 144 Frames halt, diese Bildschirme dann oft bei den Spielen 120 bis 140 Frames pro Sekunde haben und dafür zwar nur HD, aber das halt so ultra flüssig wirkt dann. Weil jede Bewegung nichts mehr stockt, alles wirkt ganz natürlich. Hilf mir dabei. Und das gibt's halt bei 4K noch nicht, diese hohe Framerate. Es gibt auch schon 4K. Was macht sie jetzt? Jetzt schraubt sie seinen Rücken auf. Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze. Rico. Oder sie steckt ihn jetzt in den Schraubenzieher hinten in den After rein. Er sieht auch ein bisschen aus wie Lady Yusuf, wenn sie ein ganz harter, weißt du, wenn er bei der Fremdenlegion wäre oder so. Wenn der Lady Yusuf wirklich in der, Ja. Wenn er im Militär gewesen wäre für ein paar Jahre, würde Lady Yusuf jetzt auch so aussehen. Die Alte, warum kann die nicht super hot sein? Dann würde ich mich viel mehr freuen. Morales? Oh Mann. Das ist auch geil. Ja. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis. Habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Geduldet? Aber letzte Nacht geduldet? Sie hat zwei unterschiedliche Augenfarben. Gut beobachtet. Wurde der Täter wie nennt man das nochmal? Da gibt es ein Wort dafür, aber ich weiß es nicht. Wenn jemand gut beobachtet? Nein, wenn jemand zwei Augenfarben. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Bicolor. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Oh, in meinem After? Dann wird jedes Haus durchsucht. Und jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du! Wie heißt du? Ich nix Deutsch! Ich nix! Nein, nicht lassen mich hier! Wo ist Mira? Jetzt spuck dir ins Gesicht. Bitte spuck ihr ins Gesicht. Ich muss das beenden. Oder kommt Mira? Ich bin hier! Vor allem, sie steht mit Gnall. Lass ihn gehen, Cousine. Oh! Major Plot Twist! Wie sie ihn schuckt, aber er fällt einfach um. Also, sie hat du fällst dann einfach um, nur weil jemand so macht. Doch. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Cousinchen. Bringt sie in meinen Hubschrauber. Guck mal, ihre Haut am Ellenbogen. Yeah. Bringt sie in mein Gemach. In die Kemenate. Ich mache euch alle tot. Der Typ mit der Vogelmaske. Und jetzt? Ey, halt! Was will der? Oh. Vor allem sein Haken war doch kaputt.
Nein, sie hat doch. Mira hat uns doch gerade repariert. Gepennt. Der Typ, guck mal, der mit der Maske, der Gasmaske. Ja, das sieht aus wie aus Borderlands. Ja, voll, okay, ich hätte auch gedacht, ja. Ja, aber ich glaube, die nächste Generation wird richtig krass geil werden. Oh, übel. Und irgendwann gibt es dann auch schon, also ich habe jetzt immer eben von Laptops geredet. Oh, oh. Na toll. Es war Superman. Oh mein Gott. Is it a bird? Nein. Is it a plane? Is it Superman? No. It's Rico Gonzalez. Oder? Oh, Jetzt haben wir so eine Wunde. Sie hat keine Wunde. Nee, sie hat keine Wunde davon getragen. Weil ihr Herz aus Stein. Ich bin ja genau. Sie hat ein Herz aus Stein. Sie hat auch keine oberflächlichen Kratzer oder sowas von dem Enterhaken. Nix. Selbst die Jacke ist noch wie vorher. Ja, ja, genau, selbst die Jacke. Und wenn du dann halt, dann hast du schon einen Laptop-Screen und irgendwann können die dann auch die 4K-Spiele in höherer Framerate, wenn bessere Grafikkarten. Und an wir haben die Leute damit normalen stationären PCs ja sowieso. Bei Laptops ist ja immer nur die Größe von der Grafikkarte das Problem. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, so, so. Am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Gaskios Vassios. Vor Jahren hat die schwarze Gaskios Vassios. Ein schöner Reim. Sehen wir sie uns an. Wir sehen Louis, sie uns da. Richtig. Richtig. Kümmer dich um die Leute. Jeder, der kann. Louis, richtig. Nein, Lois. So wie Läuse. Nur die Einzahl. Ja, Senior. Aber ist die Einzahl von Läuse nicht Laus? Lois Lane. Deshalb hat er ihn gehört. Ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik. Das ist echt der Yusuf als harter Typ. Lady Yusuf. Ja, stimmt, der Arsch ist auch richtig. Wie so ein Ende. Ja, so ein Jeans, das passt. Jetzt bräuchte er noch so ein, unter der Lederjacke ein kariertes Hemd. Ja. Oder einfach nur ein kariertes Hemd. Und in dem Hemd ist auch der Enderhaken. Also. Also ich finde es trotzdem irritierend, wie wir vom Schnee in den Dschungel gekommen sind. Juhu, wir haben wieder alles. Wingsuit. Oh cool, können wir da. Ich muss gar nichts. Das. Ja. Ich will jetzt das Auto hier fahren. Ja, das geht! Und er fährt 150. Oh nee, geil! Versuch mal 150 zu fahren. Okay. Oh. 90. Das ist ein Elektroauto. Hörst du das? Ja, und als ob der sofort 90 fährt. Kein Wingsuit. Mission gescheitert, weil kein Wingsuit. Geil. Ich stelle mir gerade in der Programmiersprache das vor, wie dann da steht, wenn kein Wingsuit, dann Mission gefehlt. Okay, also wir müssen. Oh Mann, ich wollte das Ding fahren. Oh, es ist weg. Ja. Warte, ich zeig dir was Lustiges. Warte. Das wird schon. Spring einfach. Oh, geil. Schön, ja, voll perfekt geparkt. Ultra. Oh, die Physik in dem Spiel ist einfach unfassbar geil. Warte, oh nein. Warte, wir machen erst so. Du musst zwei und dann fahren, du musst hinkriegen, das wäre geil. Ich will, dass er runterfährt. Fahr zur Hölle. Genau. Du Schwein. Also die asoziale. Der arme Typ. Oh, das ist zu weit. Das hängt auch. Boah, leck. Wie sie einfach rausgestiegen ist. Hab besser wie mit dem Auto. Oh, nee, wahrscheinlich nicht. Beides. Oh, leck, wie lang. Krass. Vor allem, das ist bis da unten. Kennst du das noch bei so alten Spielen? Dann hört es im Nichts. Genau, dann hört es einfach auf. Cool. Okay, warte, was du wolltest? Zwei Autos. Zwei Fahrende, wenn es schaffst. Das wäre gut. Hat nicht geklappt. Nicht ganz. Aber die müssten so links und rechts fahren, ne? Einer hier, einer da. Ist einfach kurzweilig, das Spiel. Und es ist ein krasses Exo-Dingsbums da. Jetzt jump hier. Wow, Wingsuit. Perfekt. Wow. Da kann Superman noch was lernen. Ist ja wie bei Fortnite. Ich meine Sargento. Genau, und Fortnite war, glaube ich, als erstes da. Boah, was ist das hier? Das ist. Müssen wir hier hin? Nee, guck, der grüne Pfeil da vorne. Ah, ja. Sargento und Easy haben ein paar Nachforschungen angestellt. Sie können dir helfen, den Laden zum Laufen zu bringen. So ganz knapp. Wer ist Easy? Hallo, ich bin die Hackerin. Hallo. Was du hast. Auf deine AR-Linse auf. Mira hat's mir gesagt, ist schon erledigt. Was ist das? Was habe ich jetzt gescannt? Du hast eine AR-Linse? Ein kleinen Computer im Auge?
Geil. Oh mein Gott, das erinnert mich voll an... Das wird übrigens in der Zukunft echt auch kommen, dass wir wahrscheinlich auch so Kontaktlinsen haben können, wo du ranzoomen kannst und so ein Scheiß. Ja, ich weiß. Weißt du, wo deine... Wo, aber auch ja, nur... Cyberpunk, Alter. Da, das habe ich letzte Idee gehabt. Das wäre mal noch ein Startup-Unternehmen. Das auch, weißt du, dass diese Kontaktlinse erkennt, wenn du deine Augen zusammenkneifst, dass sie dann automatisch ranzoomt, wenn du was genauer sehen willst. Weißt du, oder wenn du die Augen ganz weit aufmachst und in die Ferne gucken willst, dass du dann... Ja, sicher. Oder... Oh mein Gott. Warte, ich weiß, alle wollen es sehen. Die üble Flak. Das wäre echt mal eine Idee für ein Startup-Unternehmen. So Kontaktlinsen, die dann und die dann auch so Sachen auf dein Auge projizieren können. Aber halt auch eben dieses, dass du das nicht mehr steuern musst, sondern dass die intuitiv erkennen an deinen Gesichtszügen und deiner Bewegung von der Augenmuskel, muss ich ranzoomen, muss ich wegzoomen, muss ich es schärfer stellen, vergrößern. Also, wie findest du, dass ich die Mission gelöst habe? Finde den, untersuche den Generator. Ich glaube, ich bekomme die Abschirmung mit meinem. Reiß die Abschirmung von Generator. Da. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Auf Abgang ziehen und dann loslassen und dann ins Letzte. Ja, okay, und jetzt? Achso. Das war, glaube ich, nicht so gedacht, oder? Das kommt ja wieder. Okay, was? Hä? Nochmal. Nein. Auf Abdeckung zielen? Achso, die Abdeckung. Ich bin ja, ja auch... bin ich behindert? Ja, das ist einfach ein Paket, da ist was drin. Ja, ja, okay. Und jetzt jage ich ihm was in die Innereien. Ah. Kann ich das nicht irgendwie so... Wahrscheinlich keine Meinung zu meiner Kontaktlinsen-Idee. Doch, ich habe doch vorhin schon gesagt, das ist total Cyberpunk. 2000 irgendwas. Ein Generator ist erledigt. 77. Ja, genau. Ja, dann auf zwei. Du weißt, wo du zu suchen hast. Hast du gerade gesehen, wie er so 3D da schon. Was haben wir hier? Eine Panzerfaust. Ist das Spiel ein bisschen so das Gegenteil von Siedler oder Civilization? Ne? Das ist das Gegenteil von einem Aufbauspiel. Ja, das stimmt. Das ist schon ein Abbauspiel. Das ist echt ein Abbauspiel. Da baust du auch mit dem Gehirn ab. Ich finde, man kann auch, wenn man lustige Kombinationen, also man wird auch gefordert, die Physik so zu benutzen. Ja, aber ich fände es cool, wenn sie das damit promoten würden. So, das neue Abbauspiel. Just Cause 4. Coole, die Graffitis finde ich cool, die hier überall sind. Ja, die sind echt cool. Überleg mal was, ich meine, das sind ja auch alles Entwickler, Leute, die dahinter stehen und ja, sagen, hey, da müssen wir was hinmachen. Das ist auch das, was die Leute zum Beispiel nie sehen, wenn es dann immer heißt, weißt du, wenn du sowas probierst und sagst, ah, das klappt vielleicht nicht und das schaffst du nicht, denke ich mir, ja, aber guck mal, der hat ja auch diese Zeit rein investiert und die haben jemanden angestellt, der sagt, du designst jetzt im ganzen Spiel unsere Graffitis. Und ist doch cool, wenn er Bock drauf hat, ist doch geil. Also, was müssen wir jetzt hier machen? Achso, warte mal. Erstmal die Generator. Warte mal. Oder find ich schnell. Ja, hier, oder? Und jetzt, was soll ich hier machen? Da ist eine Waffenkiste. Das zerstören, doch, finde ich. Vielleicht das Ding hier. Weil, also seit wir halt auch eben die Show angefangen haben, habe ich ja öfter mit Leuten so auch drüber geredet oder auch Diskussionen gehabt. So, ja, wie soll das funktionieren? Was soll das bringen und so? Dann habe ich mir so gedacht, also, was soll was bringen? Hat die Show zu machen. Und denke ich mir, also in erster Linie halt mal Spaß und in zweiter Linie... sagen, wir machen das ja wegen, ja, weil wir Bock drauf haben. Genau, und in zweiter Linie, wie gesagt, du lernst dann, weißt du, lernst zu schneiden, du lernst mit den sozialen Medien umzugehen, du lernst ja alles. Oh, irgendjemand schießt auf mich. Warte kurz. Oh ja, da hinten von der Shooting Range. Wow. Ja. So, Problem solved. Genau. Dr. Säure, wie lösen wir das Problem? Der Dr. Säure. Boah, so eine Säurekanone wäre auch geil im Spiel. Ja, das wäre... Okay, also... Ja, genau, und wie gesagt, du wirst ja, weißt du, lernst, wie du mit den sozialen Medien umgehst, was du machen musst, wie musst du deine Inhalte teilen, damit es jemand anguckt. Das lernst du ja.